So, ich bin wieder unterwegs. Diesmal, nachdem ich den Platz schön getarnt verlassen habe, das heißt, es entdeckt bestimmt keiner, jetzt auf dem Weg zur Feuerstelle, um halt noch meine feuerspezifischen Sächelchen zu erledigen. So, das Problem ist jetzt, ich muss mir ja noch meinen ollen Nadeltee machen. Das heißt, ich brauche hier zumindest mal noch ein paar Nadeln. Das heißt, ich gehe hier mal vorbei, wo es Nadeln gibt. Oh, puff, da sind ja plötzlich Nadeln. Ja, jetzt wäre das bei so einem jungen Ding ein bisschen blöd. Dann gehen wir zu einem etwas älteren Ding und rupfen uns da noch ein paar Nadeln. Und ja, das ist ja auch wieder blöd. Hier können wir auf jeden Fall ein paar mitnehmen. Ne? Also, je nachdem muss ich mir ein Heißgetränk mit irgendeinem Geschmack zubereiten oder halt eben mit drei Geschmäckern. Oh, das riecht hier gleich. Oh, das schmeckt schon. Das ist nämlich auch wieder Douglasie hier. Und die hat halt die wundersame Eigenschaft, sehr, sehr intensiv zu duften. Ne? So, sollte reichen. Shit, keine Taschen mehr. Ah doch, nimm mal die. Da ist noch nichts drin. Gut. Fichte finde ich garantiert unterwegs noch eine. Dann habe ich bei den anderen Douglasienzweigen, ich habe keine Ahnung, wo der jetzt abgeblieben ist, den ich schon relativ früh am Anfang eingesammelt habe. Deswegen muss ich mal gucken. Hier läge jetzt noch ein Haufen Holz rum. Naja, das ist noch zu früh. Plan wäre schon, dass ich mir jetzt unterwegs kurz vor der Feuerstelle schon gleich eine Ladung Holz unter den Arm klemme. Ich muss ja nicht gigantisch wunder was wie Feuerle machen, sondern ich brauche im Grunde genug Glut, dass ich da meine Alufolienschüssel reinstellen kann. Denn die kannst du nicht auf die Flamme oder sonst irgendwie, die kann man auch nicht wirklich befestigen, sondern man braucht einfach so viel Glut, dass man sie dann einfach gemütlich auf die Glut stellt und die Glut macht dann hoffentlich das Wasser heiß. Ja? Wenn es zu wenig Glut ist, dann klappt es nicht und wenn es zu viel Glut ist, dann weiß ich nicht. Geht das? Dann werde ich das auf jeden Fall in Erfahrung bringen, ob das geht, dass es zu viel Glut ist. So, und davon abgesehen habe ich mir, glaube ich, zumindest mal ein Fresspaket verdient. Und dieses eine Fresspaket ist ein Säckchen mit Mehl, etwas Salz und etwas Backpulver. Und wenn man da Wasser dran macht, dann gibt das ganz genau Brotteig. Was kann man mit dem Brotteig machen? Naja, man wickelt ihn um einen Stock und macht sich dort Brot. Und das wäre so der Plan für meine Abendverpflegung, Lachs, die ich hoppala, definitiv, oh, die ist richtig nass, definitiv noch benötige. Jo, und bis ich jetzt an einem interessanten Ort bin, wo es viel Brennholz gibt, erstmal wieder Schnitt. So, und damit habe ich schon den ersten Stapel Holz gleich mitgebracht. Ich konnte mich beim Holzsammeln nicht wirklich filmen, dafür hätte ich jetzt das Stativ extra aufbauen müssen. Und da ich alle paar Meter gefühlt irgendeinen Ast mitgenommen habe, irgendeinen trockenen natürlich, hat das jetzt nicht wirklich gebracht. Ne? So, folgendes, jetzt habe ich schon ein bisschen Holz. Das Problem ist, wenn ich jetzt anfange, gleich Feuerle zu machen, ist erstens Zeitverschwendung, weil es ist noch hell, das heißt, ich kann noch ein bisschen mehr sammeln. Und zweitens, ich muss gerade gucken, dass mir der Akku nicht leer geht, der ist fast leer. Und zweitens ist der E-Drop ja auch noch nicht eingetroffen. Und ich muss ja noch ein Notsignal senden, damit der E-Drop mich auch bemerkt. Ich versuch's halt, ja. Ich kann mir die Aufgabe nicht wirklich als absolviert raussuchen, wenn ich
als einziges Signalmittel halt ein Feuerle gemacht habe, ein bisschen hier geschrien und vielleicht noch mit der Pfeife gepfeift habe. Mal gucken, ich lasse mir was einfallen. Also wenn der E-Drop hier eintrifft, beziehungsweise da drüben, halt eben am Parkplatz, dann glaube ich, ich stelle mich einfach da oben auf den Rand von der Steinbruchklippe und mache da einen auf Notsignal. Das bedeutet aber, wenn der E-Drop eintrifft, muss ich bereit sein für das Notsignal. Und das heißt, ich muss jetzt dringend nochmal schnell zur nächsten Wasserstelle und mir Wasser holen, damit ich mir dann hinterher auch Stockbrot machen kann, weil ohne Wasser wird das schwierig. Davon abgesehen habe ich Durst. Und ja. Und deswegen sollte ich nicht lange labern, sondern loslegen. Ne? Ja. Nächste Wasserstelle ist ungefähr 350, 400 Meter Einweg. Den muss ich ja auch gleich wieder zurück. Also müssen wir uns sputen. Schnell, schnell. Jo, Wasser, ne? Da Wasser. Das hier ist so eine meiner Standard-Wasserholstellen. Da muss ich jetzt einfach gestehen. Erstens, man sieht es. Zweitens, ich weiß, das kann man trinken. Und vor allen Dingen in diesem Fall ist es ja nur relativ wenig Trinkwasser. Ein paar Stückchen nehme ich jetzt noch. Hol mir dann heute für Nacht auf jeden Fall auch noch ein bisschen was. Ich habe heute nicht besonders viel Durst. Es ist dann doch so kalt, dass man jetzt nicht großartig Probleme wegen Überhitzung oder sonst wie da zu viele Sorgen machen müsste. So, das habe ich gesucht, das Wort, genau. Ja, und wie gesagt, jetzt hole ich mir hier ein bisschen Wasser, nehme dafür dann beide Hände, dann zurück zur Feuerstelle, Wasser deponieren, Rucksack deponieren, Hauptkamera aufstellen und Notsignal vorbereiten. Das wäre jetzt dann der Plan. Ach kommt, ich nehme euch noch kurz mit bis runter ins Wasser. Huch! Hui, ich habe meine gelbe Flexi hier liegen lassen. Was ist eine Flexi? Keine Ahnung, was eine Flexi ist. Jedenfalls sehe ich keine. So, wo habe ich jetzt meine Wassertüte? Hier ist meine Wassertüte. Und ja, bis gleich. So, bisher musste noch kein Notsignal gesendet werden. Frau mit Notsignal ist noch nicht da. Ich hocke jetzt also dementsprechend hier noch rum und habe hier jetzt schon mal so ein bisschen angefangen, mir meine Feuerstelle herzurichten. Das seht ihr dann beim Anzünden dann schon noch ein bisschen genauer. Momentan ist erstmal jetzt warten angesagt. Und wenn sie dann da ist, dann kann ich auch mein Notsignal senden. Und im Grunde müsste ich auch noch mal losziehen und noch ein bisschen mehr Feuerholz besorgen. Hier wendet gerade jemand, deswegen die etwas seltsamen Lichtverhältnisse, Bremslicht und so ein Kram. Das war jetzt gerade ein Wohnmobil. Da dachte man wohl, man könnte sich hier hinstellen, aber hier bin ja leider schon ich. Und übrigens, wo ist mein Hutband abgeblieben? Das liegt hier, weil das brauche ich ja gleich, um ein Notsignal zu senden. Ne? Deswegen muss hier jetzt erstmal ein bisschen. So, also Versuch mit dem Wohnmobil hier zu parken gescheitert, weil hier bin ich. Ganz genau. Und ich war zuerst da. Ich hatte jetzt echt befürchtet, dass die hier jetzt übernachten wollen oder so Späße. Bin ich kein Fan von. Bin ich überhaupt kein Fan von. Das ist, wenn man irgendwo mit einem umgebauten Auto, das irgendwie nicht nach Wohnmobil aussieht, sich irgendwo hinstellt und da drin dann pennt, ohne dass man auffällt. Das ist zwar nicht meins, aber das stört mich nicht. Aber mit einem offensichtlichen Wohnmobil und auch noch einem relativ großen, sich irgendwo außerhalb von Campingplätzen hinstellen, um da was weiß ich wie wo zu übernachten, da bin ich überhaupt kein Fan von. Ja, da ist nicht der Sinn der Sache, beziehungsweise vielleicht ist das der Sinn der Sache, aber dann kannst du auch dein Klo da gleich ausleeren, dann liegt da der Müll rum und dann, das ist Camping, das ist nicht wirklich Leben in der Natur, das ist mit einem riesen Klumpen Zivilisation neben der Natur, ja, das kann man natürlich auch machen, völlig in Ordnung, ja, völlig in Ordnung, aber wild Camping mit dem Womo, da habe ich meine Schwierigkeiten. Das gefällt mir nicht so. Ne?
Jo, aber ja, was muss ich denn jetzt noch? Jetzt muss ich warten. Ne? Also sie kommt sicherlich gleich. Das Licht reicht dann, glaube ich, gerade noch, dass man ein Notsignal sehen kann, ohne dass wir hier jetzt gleich den Scheinwerfer anwerfen müssen. Ich begebe mich jetzt mal in Notsignalposition und dann kann ich das Notsignal sicherlich gleich senden. Und Evelyn bedient dann die Kamera, um zu filmen, wie ich das Notsignal sende, hoffe ich. Hoffe ich. Ich sende. Moment! Notsignal braucht Zeit. Ich glaube, da die Freiheitsstatue, die will gerettet werden. Mal gucken, ob ein E-Emergency Drop auch reicht. Notsignal gesendet. Das E. Werde ich jetzt gerettet? Emergency Rüebli ist unterwegs. Danke. Brumm, 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 brumm. Brumm, 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 brumm. So, also, jetzt kriege ich meinen Emergency Drop-Off. Das heißt, wir haben hier jetzt so ein bisschen Licht. Ja, hier ist eine Hand. Ups. Hier ist jetzt die Hand. Man sieht die Hand. Die Hand. Mach mal da die Hand weg. Hallo. Ah, da ist noch eine andere. Hallo. Das ist, weil ich Display nur so ein Teil geklappt habe. Ach. Ja, aber Dinge, die wir jetzt auf dieser Höhe in die Kamera halten, müssten sichtbar sein. Also man muss noch dazu sagen, ich habe mich für die E-Drops, also die Emergency Drops, sehr an Maslows Bedürfnispyramide orientiert. Mhm. Und so möglichst noch drei so grundlegende Bedürfnisse von Ben so zum Überleben zu decken. Das erste ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Und weil ich mich jeweils nicht so ganz entscheiden kann, überlassen was dem Zufall. Ich habe für jedes Bedürfnis zwei Gegenstände dabei und der muss dann mit links oder rechts wählen, halt dasjenige wählen, was er möchte, ohne zu wissen, was links und was rechts ist. Okay. Bin gespannt. Also. Rechts. Moment. Oh. Links oder rechts? Rechts. Rechts. Bedürfnis nach Sicherheit. Juhu! Fahrradhelm. Juhu! Großartig. Ein Fahrradhelm. Die Leuchtweste nehme ich dementsprechend wieder mit. Das ist ja toll. Ja. Ja, scheiße. Und den muss ich jetzt dann nachher mal nach Hause schleppen? Ja, klar. Oh. Na, immerhin mit Regenhöhle, da könnte ich auch Wasser drin sammeln. Könnte ich da drin was kochen? Nicht, dass ohne das kaputt geht. Hm. Brotteig kneten? Vielleicht. Hm. Okay. Buff. So, der nächste Gegenstand. Hätte ich jetzt bloß die Leuchtweste gekriegt, die ist wenigstens klein verpackbar. Ja. Mhm. Befriedigt deine, wie sagt man, dein Bedürfnis nach Wärme. Ja. Und ich habe wieder links und rechts einen Gegenstand. Das nehme ich links. Bitte schön, eine Wärmeflasche. Yeah, eine. Zum noch selber füllen. Eine Wärmeflasche zum selber füllen. Toll! Hätte ich rechts genommen, gäbe es eine Wärmeflasche. Scheiße! Oh Mann, toll, danke! Und das letzte Bedürfnis ist natürlich das Bedürfnis nach Nahrung. Aha. Auch da haben wir zwei Möglichkeiten. Aha. Links oder rechts? Rechts.
du bist so doof. Der letzte Weihnachtskeks. No. Sieht man den? Oh. Steht extra Finger weg drauf, damit die Finger wegbleiben. Der Zufall ist jetzt böse. Jetzt darfst du ihn haben. Zufall ist ein Arschloch. Aber hey, immerhin mit Klopapier. Habe ich nämlich auch keins. Das nur mal Rande angemerkt. Mhm. Ja, der ist schön verpackt. Mhm. Toll, danke. Ja, er hat es gepackt wieder ein. Ich glaube, er hat sich grundlegend falsch entschieden. Ja, hat er. Toll, danke. Super, ganz toll. Scheiß Zufallsprinzip, okay. Ja, also. Boah, das ist ja fies. Ich hab's nicht ausgesucht. Jetzt habe ich dreimal Schrott. Du hast dreimal die gute Variante nicht ausgesucht. Ich hatte gedacht, ich krieg wenigstens irgendwas Nützliches. Na gut, dann muss ich halt. Du kannst die Wärmeflasche mit warmem Wasser oder irgendwelche Plörre füllen. Und in den Schlafsack. Du weißt, dass ich einen Fetzen Alufolie habe, um warme Plörre herzustellen. Ja, mit einer Dose wäre es einfach. Oh. Okay, ja, das nächste Problem, ich brauche jetzt ein Feuer. Das heißt, wir richten jetzt Kamera nochmal entsprechend aus und dann gibt es irgendwie gleich Feuer. So. Es ist jetzt Zeit für Feuer. Evelyn macht freundlicherweise mir die Leuchtenfrau. Und ja, ich habe. Du hast du nicht Leuchte gesagt. Genau. Ich habe wirklich bloß ein winziges bisschen Birkenrinde gefunden, habe aber ein Ultrastreichholz. Habe an der Douglasie, die umgefallen war, hier ja noch so ein paar Späne gesammelt. Mehr gab es dann auch wieder nicht. Und ja, der Rest ist halt übliches Feuerholz, übliches Prozedere. Ich hoffe, dass das reicht, weil wir haben tatsächlich keine andere Möglichkeit, ein Feuer zu machen. Wenn das jetzt in die Hose gehen sollte, dann wäre das erstens peinlich. Und zweitens, ja, dann muss ich definitiv Nachhilfe im Feuer machen, also beziehungsweise Feuer machen, wirklich noch ein bisschen mehr üben. Weil das kann nicht sein, dass in so einer Situation das dann nicht klappt mit dem Ultrastreichholz. So, wir probieren es mal. So, das ist die, sag ich mal, alternative Methode mit dem einfach mal drauflegen. Brauchst du noch Licht? Ich brauche schon noch ein bisschen Licht. Da mal ja, dampft natürlich. Und die Hoffnung ist jetzt, dass das jetzt bitte da gleich durchsticht, die Flamme. Und jetzt kommt natürlich noch ein Auto. Gut, kommt. Alles klar. Das gibt es leider immer mal wieder hier auf dem Parkplatz, dass irgendwelche Leute unbedingt hierher fahren müssen, eine Runde drehen und dann wieder abhauen. Warum auch immer. Gut, Schatz, kannst du wieder das leuchten? Ich glaube, das Feuer leuchtet für sich. Mhm. Ja, kann ich auch erstmal ausmachen. Wenn ich so auf die Kamera gucke. Jo. Und wenn das jetzt erstmal schön vor sich hin brennt, dann mache ich noch ein bisschen Holz klein. Und schlimmstenfalls, wegen jetzt Zeitmangel, habe ich eventuell nicht ganz so viel Holz gesammelt, wie sinnvoll wäre. Aber ich bin trotzdem zuversichtlich, dass es irgendwie möglich sein sollte, zumindest die Teeaufgabe zu erfüllen und vielleicht noch ein Stockbrot zu machen. Und ganz ehrlich, ich habe erstaunlich wenig Hunger. Ich bin so beschäftigt heute, dass ich gar keine Zeit habe, jetzt großartig über Essen nachzudenken. Das hat dann auch was für sich. Jo. Das darf jetzt ruhig erstmal ein großes Feuerlein sein, weil hier ist ja auch alles in Ordnung und alles soweit im grünen Bereich. Hier kann auch nichts passieren. Und dann gibt es auch mal ordentliche Glut und mit der können wir halt arbeiten. Jetzt Zweck Stockbrot und was halt sonst so ansteht. Du hast Feuer gemacht. Ich habe Feuer gemacht.
Ja, ist unterschiedliche Qualität. Oh ja, das fühlt sich ja sehr leicht. Wirklich sehr super leicht an. Auch noch Holz, Hinter mir? Ja. Nicht mehr viel. Was hat welches? Das meiste liegt da rechts neben dir. Was ist das brauche ich jetzt dann nachher für meinen Teig. War nicht, dass du dann zu spät bist für den Teig? Ja, nee, dann mache ich jetzt Teig. Na, viel liegt hier auch nicht. Und ich brauche hier noch meinen Alutopf dann nachher zusammenbauen. Ich hoffe, den könnt ihr hier sehen, so ein bisschen im Lichte des Feuers. Also das ist meine Alufolie, aber die habe ich euch ja schon gezeigt gehabt. Und Evelyn grillt sich einfach mal einen Fleischkäse. Voll. Mhm. Na gut, also das mit dem Feuermachen hat immerhin geklappt. Mal aufmachen zwischendrin. Ja, kann ich eigentlich. So, Dala, folgendes. Das hier ist jetzt mein Beutel mit Brot. Ich habe einfach Mehl, Salz und Backpulver in einem Beutel gehabt. Ja, und meinen Wasserbeutel kennt man ja schon. Und jetzt habe ich einfach ein bisschen Wasser aus meinem Wasserbeutel in den Mehl, Brot und so weiter, also in den Brotbeutel getan und einfach im Beutel das Ganze geknetet. Das ist dahingehend cool, dass man sogar saubere Hände behält. Beziehungsweise es egal ist, wie dreckig die vorher schon waren. gut, zum Aufbringen auf den Stock muss man dann trotzdem natürlich immer noch die Pfoten nehmen. Aber fürs Erste ist das ganz interessant. Und jetzt habe ich natürlich gerade, wo ich was erzählen will, im Rauch. Das ist natürlich klar. Mal ein bisschen zur Seite ausweichen. Ausweich. So. Gut, Stock habe ich schon vorbereitet. Hier ist Stock. Stock braucht jetzt natürlich noch Brot. Und dann meine ich ein, zwei Stockbrot. Das ist auch gut. Ne? Ich hab auch noch ein bisschen so Nussriegel. Da würde ich mir dann heute Abend noch ein, zwei Nussriegel reinpfeifen. Und ja, das langt dann auch irgendwie. Gut. Brotteig. Brot. Ja, Inneren ist auch noch nicht ganz optimal, aber hier haben wir jetzt mal einen fetzen Brotteig. Ich habe ein bisschen viel Wasser erwischt. Knödel. Sollte ja aber auch mit viel Wasser trotzdem funktionieren. Man muss halt mehr Wasser rausbacken. Dafür klebt er gut. Der Haken auch dieser Art und Weise der Stockbrotzubereitung ist, dass der Teig überhaupt nicht gehen kann, weil du ihn ja quasi machst. Wenn du ihn isst, also wenn man ihn auf den Stock tun will, macht man ihn vorher und da ist keine Zeit dazwischen. Deswegen, das ist ein bisschen, sag ich mal, suboptimal, aber es geht hier ja auch nicht um optimal, sondern nur um geht so. Geht so ist das neue Toll. So spielerisches Hobby, Survival. Ne? Ich will ja gar nicht so tun, als ob das hier jetzt ultra krass wäre, was ich jetzt abziehe, aber ein lustiges, ja, das heißt lustig. Ganz ehrlich, also aktuell, beziehungsweise eben bevor das Feuer brannte, habe ich mir gedacht, was soll die Grütze? jetzt, wo das Feuer brennt, jetzt geht es wieder einigermaßen. Jetzt habe ich Teigpfoten. Und wie ich jetzt Teigpfoten habe. Ja, das ist jetzt halt so.
Teigpfoten sind das Schicksal der Beteigten. Und ich versuche mal, das hier jetzt so ein bisschen in einen essbaren Zustand zu überführen. Also ich ziehe mir dann vor dem Schlafsack nochmal so einen Nussriegel rein oder auch zwei. Ich weiß gar nicht, wie viele Aufgaben ich erfüllt habe, ehrlich gesagt. Es kommt ja darauf an, ich hatte ja gesagt, ich kriege eine Portion Mampf pro drei erfüllte Aufgaben. Jetzt habe ich bestimmt drei Aufgaben erfüllt. Habe ich überhaupt den letzten Baum noch geknuddelt? Scheiße. Wie, du gibst ja schon Vorschusslorbeeren mit Essen? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Weiß ich nicht. Das ist das Problem. Jetzt müsste ich natürlich mein Bildmaterial sichten, um zu gucken, ob alles funktioniert hat. Weil ich mich nicht mehr erinnere. Das ist aber schlecht. Aber ich habe mindestens drei Sachen erledigt. Das auf jeden Fall. Und die Zombies haben mich übrigens nicht gekriegt. Also ich habe jetzt mal ausgenommen die Leute, die jetzt hier vorbeigekommen sind. Ne? Also jetzt direkt hier an der Feuerstelle. Weil, also ganz ehrlich, den kann ich jetzt nicht ausweichen. Das ist halt eben der Preis, den man dafür bezahlt, dass das Ganze halt halbwegs legal sein soll. Und das beinhaltet eben die Nutzung dieser Feuerstelle hier, die halt nun mal nicht gerade besonders versteckt ist. Und beinhaltet auch die doofen Autogeräusche im Hintergrund. Erstaunlich viel Verkehr noch. Wobei, so spät ist aber nicht, ne? Nicht so spät. Nee. Aber das ist auch wieder typisch. Man muss noch nicht mal viele Tage draußen sein. Sobald man einen Tag draußen ist, hat man das Gefühl, wenn es dunkel wird, ist spät. Punkt. Automatisch. Wenn es dunkel wird, ist automatisch spät. Ich bin 17.10 Uhr losgefahren, also 18 Uhr ist wahrscheinlich ungefähr. Ja. Oh, heute mit mehr Schweizer Akzent. Oh. Das macht nichts. Das liegt im bayerischen Leberkäse. Mhm. Der bayerische Leberkäse macht dich ein Schweizerischer. Jo, und wenn das dann irgendwann mal so weit runtergebrannt ist, also wir machen jetzt doch schon noch eine Zeit lang hier Wärme und Flammenfeuer, aber irgendwann ist ja dann nur noch Glut und dann würde ich als letzte Maßnahme sozusagen, wenn die Feuerzeit rum ist, das wird langsam aber wird, würde ich dann noch meinen Alubecher zusammensetzen und mir noch ein ganz kleines bisschen Heißgetränk zubereiten. Ich hoffe, ich finde die Hosentasche noch, wo ich die Nadeln drin habe. Ich habe zwar reichlich Nadeln gefunden von verschiedenen Pflanzen, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt jetzt nur noch behalten, nur noch die Glasie. Und eigentlich sollte ich mir von drei Sorten Tee machen. Es gibt keine Regel. Oder einen drei Sorten Tee. Ja doch, für den Riegel reicht es trotzdem. Gut, du kannst ein Glasien Nadel, Stöckchen und Nadelansatztee machen. Aha, ja, also Problem gelöst. Und ein Wassertee. Außerdem ist im Wasser ein bisschen Dreck drin. Ach so, das soll ich tun. Ja, das soll ich halt da hinten mal kein Feuer machen. Liegt doch da hinten mal noch ein, zwei von den großen drauf. Ich will den lieber erst noch ein bisschen kleines drauf. Mach den Brocken aber schmeckt. Hoppla. Ja, aber so ein bisschen häuslicher bin ich schon geworden scheinbar, weil tendenziell hätte ich auch nichts dagegen, nachher wieder nach Hause zu gehen. Also grundsätzlich stört mich der Gedanke auch nicht, jetzt im Wald zu pennen, aber halt alleine, ne?
Oh. Gerade wenn Chefin jetzt da ist. Das ist schon... Oh. Ja. Übrigens, unsere Pusher hat der heute für den halben Tag unser Bett belegt. Oh. Naja, die weiß wieso. Mhm. Gut. Akku leer. Den muss ich jetzt dann auch noch gleich wechseln. Aber ja, ich mache mir jetzt Stockbrot. Ne? Das muss ich nicht weiter dokumentieren. Ich melde mich dann nachher nach dem Akkuwechsel und zum Tee kochen. Bis gleich. Oder bis später. Je nachdem.